Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Urgeschichte Stein- und Metallzeiten beim Thema historische Quellen, Darstellungen der Vergangenheit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Urgeschichte Stein- und Metallzeiten. Der Stammbaum der Menschen vom Homo erectus bis zum Homo sapiens. Der genaue Zeitpunkt, wann die ersten Menschen entstanden und damit die Urgeschichte begann, ist heute ungeklärt. Es dürfte sich um eine Zeit von etwa 2,5 Millionen Jahren handeln. Vor etwa 2 Millionen Jahren standen in Afrika die ersten Menschen von ihren Lagerfeuern auf, um die Tiere besser beobachten und jagen zu können. Da diese Menschen als erste aufrecht gehen konnten, werden sie in der lateinischen Sprache Homo erectus genannt. Homo erectus bedeutet übersetzt der aufgerichtete Mensch. Er konnte durch seinen aufrechten Gang seine Hände frei benutzen und konnte so unter anderem besser Werkzeuge herstellen und benutzen. Sowohl die bekannten Neandertaler als auch wir moderne Menschen, sogenannte Homo sapiens, entwickelten sich aus dem Homo erectus. Man kann sagen, dass sie mit dem Homo erectus die gleichen Vorfahren hatten. Sie hatten einen gemeinsamen Stammbaum. Vor ungefähr 300.000 Jahren entwickelte sich in Afrika der moderne Mensch, der sogenannte Homo sapiens, aus dem Homo erectus. Homo sapiens bedeutet übersetzt der verstehende und gescheite Mensch. Das Klima beeinflusste seit jeher das Leben der Menschen. Im Laufe der Zeit gab es auf der Erde immer wieder einen Wechsel von Warm- und Eiszeiten. Während einer dieser Warmzeiten breiteten sich die Wüsten in Afrika enorm aus und dadurch verschlechterten sich enorm die Lebensbedingungen der dort lebenden Lebewesen. Der Homo sapiens konnte sich durch sein großes Gehirn besonders gut an die neue Situation anpassen und fand den Weg aus den heißen Wüsten Afrikas in andere Teile der Erde. Die Menschen zogen in Horden herum und versuchten als Sammler Nahrung zu finden und als Jäger Tiere zu erlegen. Vor 100.000 Jahren begannen Neandertaler und Homo sapiens zuerst in Asien und dann in Europa nebeneinander zu leben und hatten teilweise sogar gemeinsame Kinder. Die heutigen Menschen haben durchschnittlich 3% ihrer Gene gemeinsam mit den Neandertalern. Circa 30.000 vor Christus starb der Neandertaler aus. Die Steinzeit und Metallzeiten. Die Geschichte bis zur Geburt von Jesus wird auch aufgrund der von den Menschen verwendeten Materialien eingeteilt. Da die ersten Menschen ihre Werkzeuge, Schmuck und Waffen vor allem aus Stein, Holz und Knochen herstellten, bezeichnet man diesen Teil der Geschichte als Steinzeit. Es wird hier neben der Steinzeit unter anderem die Bronzezeit und Eisenzeit unterschieden. Die Steinzeit wird wiederum in Altsteinzeit und Jungsteinzeit unterteilt. In der Altsteinzeit stellen die Menschen in zunehmend besserer Qualität Werkzeuge, Schmuck und Waffen aus Materialien wie Stein, Holz und Knochen her. Bevor die Menschen begannen, Häuser zu bauen und Siedlungen zu gründen, zogen sie in kleinen Gruppen herum und versuchten, als Jäger und Sammler Nahrung zu finden. Die herumziehenden Menschen mussten zusammenhelfen, um gemeinsam überleben zu können. Diese kleinen Gruppen von Menschen werden Horden genannt. In der Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt, wurden Menschen, die bisher in Horden als Jäger und Sammler auf der Suche nach Nahrung herumgezogen waren, sesshaft. Sesshaftigkeit bedeutete für die Menschen, dass diese begannen, Siedlungen zu gründen und dort dauerhaft zu wohnen und als Bauern zu arbeiten. Auf diese Art entstanden die ersten Dörfer. In der Phase der Metallzeiten werden unter anderem Bronzezeit, ältere Eisenzeit und jüngere Eisenzeit unterschieden. In den jeweiligen Metallzeiten werden bestimmte Metalle wie Bronze oder Eisen erstmals in größeren Mengen und in besonders guter Qualität hergestellt. Circa 10.000 vor Christus endete die letzte Eiszeit und es fing die momentan noch anhaltende Warmzeit an.
In großen Teilen Afrikas und Asiens begann durch diesen Klimawandel eine Phase der Trockenheit und es entstanden jene großen Wüsten, die es auch heute noch gibt, da viele Arten von Pflanzen aufgrund des Wassermangels in den bisherigen von den Menschen bewohnten Gebieten nicht mehr wachsen konnten, fanden sie und die Tiere weniger Nahrung. Tiere und Menschen waren gezwungen, neue Möglichkeiten zu finden, um sich ernähren zu können. Die Menschen als Jäger mussten den Tieren zu Flüssen und Oasen nachfolgen, da es dort das lebensnotwendige Wasser und jene Pflanzen gab, die als Nahrung dienen konnten. Mit der Zeit lernten Menschen, wie man Tiere wie zum Beispiel Rinder, Schafe, Ziegen und Getreide züchten konnte. Das erste Getreide wurde vermutlich im Gebiet des sogenannten fruchtbaren Halbmonds aus dort wild wachsenden Getreidegräsern gezüchtet. Die Menschen begannen Vorräte an Getreide und anderen Lebensmitteln zu sammeln, um einerseits außerhalb der Erntezeit etwas zu essen zu haben. Andererseits wurde ein Teil des Getreides wieder zur Aussaat benötigt, da die Menschen damals begannen, Vorräte anzulegen. Spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Vorratswirtschaft. Diese bis dahin noch unbekannte Art, sich zu ernähren, ermöglichte es, um 8000 vor Christus den ersten Menschen auch in Europa sesshaft zu werden und erste dauerhafte Siedlungen zu gründen. Da zu dieser Zeit vermehrt Werkzeug und Waffen aus geschliffenen Steinen verwendet wurden, wird diese Phase als Jungsteinzeit, das sogenannte Neolithikum, bezeichnet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Playlist wird es dann um das Altertum gehen.